Hallo, Interessenten der Aufklärung. In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die ärmsten 50% haben immer weniger Geld und die reichsten 10 immer mehr Geld. Dazu stieg die Armut in Deutschland in den letzten Jahren konstant an. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird. Zum Beispiel wurden die Stellschrauben so verändert, dass die ärmeren Leute jetzt mehr Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren trugen, und die reicheren Leute weniger Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren hatten. Unter der CDU haben also in den letzten Jahrzehnten die sehr Reichen ziemlich profitiert und die Armen halt ziemlich abgelost. Ah, Rezo, sag mir, wieso weißt du eigentlich nichts von Abgabenrecht? Was Rezo dort beschreibt, ist, was wir eigentlich auch alle wahrnehmen sollten. Die Mittelschicht schwindet dahin. Brauchen wir daher mehr Umverteilung oder vielleicht ja gerade weniger? Kann es vielleicht sein, dass man den täglichen Diebstahl am eigenen Leibe erst spüren kann, wenn man überhaupt erst nennenswerte Summen an Geld erwirtschaftet? Wird Rezo in einem Jahr vielleicht ein anderes Video machen, nachdem er seinen Steuerbescheid erhalten und ihm die Erhöhung der Beiträge seitens der Krankenkasse mitgeteilt wurden? Beginnen wir doch einfach mal mit dem Anteil am Einkommensteueraufkommen in Deutschland. Die höheren Einkommensgruppen tragen nämlich auch den Löwenanteil der Einkommensteuer. Wie wir aus dieser Grafik entnehmen können, macht dieser Anteil der Einkommensklassen über 48.000 Euro insgesamt 70% des gesamten Einkommensteueraufkommens aus. Bitte? Die Klassen darunter tragen hingegen nur 30%. Hey. Auf Zahlen der Bevölkerung bezogen ergibt sich daher Folgendes. Um euch das noch weiter zu verdeutlichen, habe ich daher diese Diagramme erstellt. Wir sehen, 50% der Steuerpflichtigen zahlt insgesamt 92,5% des gesamten Steueraufkommens. Bricht man das weiter runter, sieht man, dass die oberen 20% 67,4% des gesamten Aufkommens bezahlen. Geht man noch weiter hoch, sieht man, dass 10% der gesamten Steuerpflichtigen insgesamt 50,7% des gesamten Einkommensteueraufkommens tragen. Ihr erkennt, dass ein sehr geringer Teil der Bevölkerung mit seiner Arbeit den Großteil des Steueraufkommens ausmacht, wobei die Hälfte der Steuerpflichtigen steuertechnisch nahezu unbeachtlich ist. Naja, geht so. In Deutschland haben wir nämlich eine Steuerprogression, das heißt, man hat mit einem höheren Einkommen auch eine höhere anteilige Steuer zu tragen. Das Ganze wird noch deutlicher, wenn man es sich an einem Beispiel anschaut. Überprüfen wir das mal. Unser A zahlt bei einem jährlichen Einkommen von 20.000 Euro brutto eine Einkommensteuer von ca. 2.500 Euro. Das sind 12,7%. Der B hatte ein Einkommen von 100.000 Euro und zahlt hingegen 35.000 Euro Steuern, das sind 35%. Und allein der Solidaritätszuschlag von 1.800 Euro ist fast schon so hoch wie die gesamte Steuer bei dem A. Unser B zahlt insgesamt das 14-fache an Steuern. Ein B zahlt also so viel, wie 14 A's zahlen. Damit könnte ich jetzt natürlich noch echt lange weitermachen. Also umverteilt wird bei der Einkommenssteuer schon mal. Und das ordentlich. Die Reichen werden besteuert. Oder sollte es vielleicht heißen, die Fleißigen werden besteuert? Denn die bisher gezeigten Zahlen beziehen sich lediglich auf das jährliche Bruttoeinkommen. Insoweit kann man an dieser Stelle feststellen, dass Personen, die gut verdienen, auch hoch besteuert werden. Was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass Reiche besteuert werden. Überprüfen wir das mal. Ein anschauliches Beispiel dazu. Krankenkasse und dergleichen lassen wir mal außen vor. Es geht uns jetzt primär nur um die Steuer. Wir haben unseren Rezo, der ist ja jetzt ein großer Star und verdient daher im Jahr durch YouTube 70.000 Euro brutto. Das macht dann eine Steuer von ca. 21.750 Euro. Insgesamt 31%. Viel Steuergelder! Unser Rezo verdient also dicke 48.250 Euro. Ich sag mal, nicht beeindruckend. Dann haben wir unseren Erben Richie. Er ist bei seiner Immobilien GmbH als Geschäftsführer angestellt und verdient auch 70.000 Euro brutto. Zahlt daher auch die gleiche Steuer wie unser Rezo. So weit, so gut. Rezo hat jetzt einige Jahre hart gespart und möchte groß in Immobilien machen. Er kauft sich relativ günstige drei Wohnungen und vermietet sie sehr gewinnbringend an Hartz-IV-Familien.
Da ist die Miete mehr oder weniger abhängig von der Anzahl der Personen. Mehr Personen, mehr Miete. So hat er es geschafft, jeweils 400 Euro Grundmiete zu ergattern. Das macht bei drei Wohnungen 14.400 Euro jährlich. Das Einkommen von Rezo beträgt nun insgesamt 84.400 Euro. Sein Steuersatz steigt damit auf 33,34%, also um 2,26%. Das bedeutet jetzt aber auch, dass Rezo durch seinen Zuverdienst, also die zusätzliche Miete, die er jetzt verdient, auch mehr Steuern auf sein YouTube-Geld zahlen muss. Auf die Mieteinnahmen und auf sein YouTube-Geld zahlt er einen Steuersatz von 33,34%. Bei unserem Richie sieht es derweil ganz anders aus. In seiner Immobilien GmbH hat er bereits Immobilien im Wert von 100 Millionen Euro angesammelt. Das sind ca. 2000 Wohnungen. Jede dieser Wohnungen bringt dem Unternehmen ca. 250 Euro im Monat nach Abzug aller Verwaltungskosten. Damit erwirtschaftet seine GmbH im Jahr insgesamt 6 Millionen Euro. Hiervon lässt Richie sich seinen Lohn auszahlen, die 70.000 Euro, auf die er, wie gesagt, 31% Einkommensteuer zahlt. Der Rest von 5.930.000 Euro wird dann im Unternehmen versteuert, und zwar wie folgt. Eine Gewerbesteuer auf Wohnraummiete entfällt, ebenso grundsätzlich die Umsatzsteuer. Was bleibt, ist die Körperschaftssteuer, und die ist fix und beträgt 15% plus Soli. Also haben wir tutto completo ca. 16,8% Steuern. Das macht dann einen Nettogewinn von 4.933.760 Euro, also knappe 5 Millionen jährlich, die natürlich wieder in Immobilien investiert werden, ist doch klar. Mit dem Zinseszins tritt aus den 5 Rendite jährlich eine Verdoppelung seines Vermögens nach ca. 14,5 Jahren ein. Also in 15 Jahren ist sein Unternehmen mehr als 200 Millionen Euro wert. Ihr habt natürlich alle sofort gemerkt, wo der Hase steckt. Der fixe Steuersatz der GmbH und die Befreiung für Wohnraummiete ermöglichen es, egal wie viel Geld gemacht wird, immer denselben niedrigen Steuersatz von 16,8% zu zahlen. Egal ob 100 Millionen Gewinn oder eine halbe Milliarde. Die Immobilien GmbH würde stets 16,8% zahlen. Bei unserem Rezo wird sich aber stets der Steuersatz erhöhen, desto mehr Wohnungen er vermietet und desto mehr Einnahmen er dadurch hat. Das bedeutet wiederum, dass er langsamer Vermögen anhäufen kann, während die Häufung bei Richie relativ schnell vonstatten geht. Das Schwein des Staates ist und bleibt halt der Angestellte, derjenige, der aus nicht selbstständiger Arbeit seinen Lohn erwirtschaftet. Ihm bleiben kaum Möglichkeiten, steuerlich effiziente Konstrukte zu bilden, beziehungsweise fehlt es hier auch oftmals am Verständnis. Dass man oft gar nicht weiß, was da genau passiert. Oder aus gutem Glauben an unser System wird blind gewirtschaftet, ohne sich über die steuerlichen Fehler im Klaren zu sein. Einfach blind vertrauen? Sind die Reichen die, die 12 Stunden am Tag arbeiten und letztlich 120.000 Euro brutto verdienen? Schauen wir doch mal, was netto von einem solchen Lohn übrig bleibt, und erweitern die Formel der Abgaben noch um den Teil der Sozialversicherungen. Überprüfen wir das mal. Ihr seht, es bleiben gerade mal 64.300 Euro übrig. Das ist fast die Hälfte, die abgeht. 5.350 Euro im Monat oder 10.000 Euro ist meines Erachtens ein erheblicher Unterschied. Und reich ist man dann ja auch nicht wirklich. Erschreckenderweise wissen viele gar nicht mehr, wie hoch ihr Bruttolohn laut Arbeitsvertrag überhaupt ist. Was für sie zählt, ist nur das Netto. Dabei sollte man doch wissen, um wie viel man so beklaut wird oder nicht. Aber zahlt man wirklich nur knappe 50% an Abgaben, oder haben wir vielleicht noch etwas vergessen? Ach ja, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung natürlich. Was das ist? Der Arbeitgeber zahlt mehr oder weniger nochmal die gleichen Beträge zur Sozialversicherung, die er von deinem Lohn einhält. Der Arbeitnehmer kostet den Arbeitgeber also Geld, das nicht beim Arbeitnehmer ankommt, sondern vom Staat geschluckt wird. Das könnt ihr mit dem Brutto-Netto-Rechner für Arbeitgeber ausrechnen. Link in der Beschreibung. Das Realbrutto in unserem Beispiel beträgt also
ca. 133.500 Euro. Berücksichtigt man nun, dass nur ca. 64.300 Euro ankommen, ergibt sich eine Abgabenbelastung von 52%. Viel Steuergelder! Also haben wir jetzt einen Unterschied von entweder 11.000 Euro im Monat oder 5.000 Euro im Monat. Das sind jedes Jahr 69.200 Euro für den Staat und 64.300 für den Arbeiter. Nach 40 Beitragsjahren hat man dann 2.768.000 Euro an den Staat gezahlt und 2.572.000 Euro für sich selbst vereinnahmt. Viel Steuergelder! Aber die Abgabenlast ist noch nicht vorbei. Bisher wurde erstmal nur Geld verdient. Besteuert wird auch oder gerade das Ausgeben. Hier sind überall versteckte Steuern, die Produkte erheblich verteuern und uns so über das Jahr verteilt nach und nach noch die übrig gebliebenen Geldscheine aus der Tasche ziehen. Das Steueraufkommen setzt sich nämlich aus noch anderen Steuern zusammen. Haupteinnahmen sind hierbei die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer. Merkt euch das bitte an dieser Stelle, das wird später nochmal relevant. Mit fortlaufendem Studium des Steuerrechts ist mir eines klar geworden. Steuern werden absichtlich unübersichtlich gestaltet. Die übrigen juristischen Normen mögen für den Laien verstörend wirken, jedoch ist das nichts im Vergleich zu den Steuergesetzen. Das hier ist aus dem BGB. Und das hier ist aus dem Einkommensteuergesetz. Aus diesem Grund merken wir oftmals nicht, wann und wie viel Steuern wir zahlen, und auch für Profis ist die genaue Bestimmung der Steuer äußerst aufwendig. Ein Beispiel ist insoweit die Biersteuer. Die Höhe der Biersteuer richtet sich nach dem Stammwürzgehalt des Bieres. Dieser wird in Grad Plato gemessen. Der Regelsteuersatz beträgt pro Hektoliter 0,787 Euro je Grad Plato. Ein Hektoliter Bier mit einem Stammwürzgehalt von 12 Grad Plato ist mit 9,44 Euro belastet. Das macht es dem Einzelnen schon etwas schwer nachzuvollziehen, wie viel er jetzt auf eine Flasche Bier an Steuern zahlen muss. Aber bei anderen Steuern ist es auch nicht wirklich anders. Daher wird das erreicht, was meines Erachtens erreicht werden soll. Die Leute kümmern sich nicht darum, geben auf. Ach, davon verstehe ich doch eh nichts, hört man dann immer wieder. Daher weiter aufmerksam bleiben. Denn weil der Staat so gerne Steuern mag, erhebt er auch gerne Steuern auf Steuern. Bitte? Was sagst du? Das ist doch Quatsch. Hier ein paar Beispiele dazu. Überprüfen wir das mal. Der Liter Benzin kostet an der Tankstelle zurzeit 1,48 Euro. Ohne Steuern würde der Liter 59 Cent kosten. Jedoch erhöht sich der Preis um die Energiesteuer von 0,6545 Euro pro Liter. Also kostet der Liter 1,24 Euro. Aber halt, die Umsatzsteuer nicht vergessen. Aber anstatt dass man die Umsatzsteuer anhand des Preises von 59 Cent berechnet, nimmt man als Grundlage 1,24 Euro. Die Umsatzsteuer erstreckt sich daher nicht nur auf den generellen Preis, sondern wird auch auf die Energiesteuer erhoben. Man besteuert hier also eine Steuer. Ohne diese Doppelbesteuerung würde der Liter nämlich nur 1,36 Euro kosten, eine Differenz von 12 Cent. Das sind immerhin 8% des Kaufpreises. Insoweit zahlen wir daher insgesamt 60% Steuern, wenn wir tanken. Um es bildlicher zu machen: Wenn du 100 Euro tankst, hast du eigentlich nur für 40 Euro Sprit getankt. Denn 60 Euro gehen an Väterchen Städterchen. Damit könnte ich jetzt natürlich noch echt lange weitermachen. Das gleiche gilt für Sekt, Tabak, Bier, Spirituosen, Wein, Kaffee, Heizöl, Stromkosten und Flüge. Überall wird die Umsatzsteuer auf die entsprechenden vorherigen Verbrauchersteuern erhoben. Wie im Falle der Tankstellen ist auch beim Tabak der Staat eigentlich der größte Gewinner. Taxes! Taxes!
pro Zigarette fallen jeweils 9,82 Cent Tabaksteuer an und zusätzlich verlangt der Staat etwa 22% auf den Verkaufspreis der Schachtel. Bei 20 Zigaretten in einer Schachtel macht das 3,26 Euro Tabaksteuer plus die Umsatzsteuer von 96 Cent. Macht insgesamt 4,22 Euro Steuer bei einem Preis von rund 6,50 Euro bis 7 Euro. Das sind über 70% Steuern. Taxes! Taxes! Beautiful, lovely! Taxes! Die Packung Zigaretten könnte 2,30 Euro kosten. Also Gewinner ist nicht die Tabakindustrie oder die gierigen Tankstellenbesitzer, nein, es ist der Staat. Er verdient viel, viel mehr an der Zigarette als der Hersteller oder Verkäufer. Gleiches beim Benzin. Wenn ihr im Eigenheim oder zur Miete wohnt, zahlt ihr Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr. Bei einer Warmmiete von 600 Euro ohne Heizung und Strom macht das einen Anteil von ca. 10% Abgaben. Auch bei den Stromkosten ist wieder alles recht unübersichtlich mit komischen Namen. Aber lassen wir uns von diesem steuerlichen Namen Fufu nicht täuschen. Hinter den meisten stecken einfach wieder Abgaben. Und so kommt man insgesamt auf eine Steuer beim Strom von 52,42%. Also wenn ihr eure Stromrechnung bekommt und für das Jahr 1200 Euro zahlen sollt, dann wisst ihr jetzt, davon gehen 630 Euro an Vater Staat. Und die Rechnung könnte eigentlich auch 570 Euro betragen. Naja, aber wen kümmert das schon? Naja, geht so. Jeder von euch kann ja selbst mal für sich ausrechnen, wie viel er so an Steuern zahlt. Zumindest die Umsatzsteuer. Bewahrt mal eine Woche eure Quittung und rechnet die Steuer am Ende der Woche zusammen. Und böse wird das Ganze, wenn ihr das noch um die Tabak-, Benzin-, Strom- oder Alkoholsteuer erweitert. Aber das wird dann ein bisschen knifflig mit dem Rechnen. Insoweit sind wir also nach der Einkommensteuer und den Sozialabgaben noch nicht verschont, sondern zahlen auch nochmal rund 5-20% an Abgaben. Je nach Lebensstil, versteht sich. Die gesamte Abgabenlast beläuft sich dann auf rund 58% im Durchschnitt bei einem Durchschnittsverdiener. Bei einem Verdienst von 120.000 Euro brutto liegt die gesamte Abgabenlast wiederum bei 60-75%. Ein Beispiel wird euch das alles nochmal verbildlichen. Bei einem monatlichen Bruttolohn von 3.600 Euro zahlt euer Arbeitgeber insgesamt 4.300 Euro. Euer Realbruttolohn beträgt also 4.300 Euro. Von diesem Lohn behält er die Abgaben ein und überweist euch 2.200 Euro. Dieses Geld nutzt ihr nun für eure Miete und Benzin etc. Der Staat zwackt sich so nochmal im Schnitt rund 10% ab, also 220 Euro. Von eurem realen Bruttolohn von 4.300 Euro sind effizient nur knappe 2.000 Euro übrig geblieben. Summiert man das jetzt über das Jahr, dann hat der Staat an eurer Arbeit 27.600 Euro verdient und ihr selber knappe 24.000 Euro. Rechnet das hoch auf die Beitragsjahre, bei 45 Jahren wären das 1.230.000 für den Staat zu 1.000.000 für euch selbst. Man arbeitet also wirklich hauptsächlich für den Staat. Zumindest die, die arbeiten und einen gewissen Satz verdienen, wie wir ja anfangs gesehen haben. Aber auch die, die nicht arbeiten, werden von diesen versteckten Steuern und von diesen Steuern auf Steuern nicht verschont. Besonders die Hartz-IV-Empfänger dürften bei den Tabak- und Alkoholsteuern ordentlich zur Kasse gebeten werden. Und es kann sich wirklich niemand davor verstecken, denn eines muss man immer kaufen: Lebensmittel zu 7% Umsatzsteuer. Ja, aber stell dich doch nicht so an, Alter. So ist halt die Welt, Junge. Nein, so muss die Welt aber nicht sein. Geht man etwas über 100 Jahre zurück, wie vor über 100 Jahren, sieht die Welt nämlich schon ganz, ganz anders aus.
1891 wurde im Kaiserreich die Einkommensteuer förmlich eingeführt. Der Spitzensteuersatz lag bei einem Einkommen von ca. 100.000 Reichsmark im Jahr. Umgerechnet auf heutige Verhältnisse ist das ein Vermögen von ca. 5 bis 10 Millionen Euro. Na, was meint ihr, wie hoch der Spitzensteuersatz war? Genau, er betrug 4%. Wir erinnern uns, die Einkommensteuer macht heute mit der Umsatzsteuer die größte Einnahmequelle aus. Was meint ihr, wie hoch war wohl die Umsatzsteuer? Richtig, es gab gar keine. Die Umsatzsteuer wurde nämlich erst 1916 eingeführt. Man brauchte Geld für den Weltkrieg. Und weil man so viel Geld brauchte, setzte man die Umsatzsteuer hoch an. Auf sage und schreibe 0,5%. Die Nazis haben dann nochmal richtig angezogen. Die brauchten auch sehr viel Geld für ihren Krieg. Daher haben sie die Umsatzsteuer dann auch auf 2% festgesetzt. Nach dem Krieg wurde nochmal nachgelegt. Auf 4%. Ja, und 1980 wurde dann auf Grundlage einer Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft das Umsatzsteuergesetz mit einem Steuersatz von 16% erlassen, der später noch auf 19% erhöht wurde. Double the taxes, triple the taxes, squeeze every last drop. Die Umsatzsteuer wurde also seit ihrem Bestehen vor 100 Jahren vor über 100 Jahren bis zum heutigen Tag um das 38-fache erhöht. In den letzten 40 Jahren wuchs sie von 4% auf 19% an. Das ist das 4,5-fache in 40 Jahren. Also durchschnittlich mehr als 100% Anstieg in 10 Jahren. Oder 10% Zuwachs im Jahr. Mit anderen Worten, fast alle Produkte und Leistungen des täglichen Lebens sind seit den 80er Jahren erheblich teurer geworden. Das ist doch geil, oder? Genau zur richtigen Zeit geboren, sage ich da nur. Kommen wir zurück zu Rezo und seinem Unverständnis. Die oberen 20% der geldverdienenden Bevölkerung tragen 67% des Steueraufkommens, der Einkommensteuer. Insoweit merken daher nur relativ wenige Menschen die harten Abgaben beim Lohn. Berücksichtigt man nun, dass den 46 Millionen Steuerzahlern 21 Millionen Menschen gegenüberstehen, die gar keine Einkommensteuer zahlen, wird das Bild noch klarer. Nur ein wirklich kleiner Teil der Bevölkerung merkt bei seinen Lohnabgaben die Härte der Abgabenlast. Die übrigen Steuern sind versteckt, vor allem die Steuern auf die Steuern. Niemand fragt an der Kasse nach, wie viel Steuern er gezahlt hat. Den wenigsten wird dieses überhaupt bewusst sein. Hierdurch merken wir aber nicht, wie wir beklaut werden, aber haben dennoch immer weniger Geld, beziehungsweise wir können uns bestimmte Dinge nicht leisten, obwohl wir in Vollzeit beschäftigt sind. Kann es nun sein, dass eben durch diese Umstände bei dem einen oder anderen Unwissenden das Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit aufkommt und man nach härteren Steuern für Reiche schreit? Wie wir ja bereits gesehen haben, ist Reich nach dem Steuerrecht ein sehr flexibler Begriff, sodass denjenigen, die nach höheren Steuern schreien, bewusst sein sollte, dass sie mit derartigen Forderungen nur noch mehr dazu beitragen, dass der Mittelstand weiter belastet wird. Dass diejenigen, die arbeiten gehen, noch stärker besteuert werden. Die wirklich Reichen sind davon nicht betroffen. Die haben eben andere Möglichkeiten, ihr Geld durchzubringen. Und arbeiten tun die bestimmt nicht. Und kann es sein, dass der Mittelstand dahin schwindet, weil er überproportional mit Steuern belastet ist? Rechnen wir doch mal alle Steuern der Verbraucher, des einfachen arbeitenden Bürgers zusammen. Dagegen stellen wir die direkten Einnahmen aus der Wirtschaft. Solche Steuern wie Grunderwerbsteuer und andere teilen wir dann 50-50 auf. Na, was meint ihr? Wie viel Prozent macht wohl der Anteil am Steueraufkommen aus? Fertig? Es sind 75,9% zu 24,1%. Daher brauchen wir eins ganz sicher nicht: noch mehr Umverteilung.
Denn man sollte immer berücksichtigen, dass, wenn von Umverteilung gesprochen wird, es letztendlich den arbeitenden Bürger trifft. Und gerade nicht die Reichen. Der Mittelstand muss unbedingt entlastet werden, die zahlreichen Verbrauchersteuern auf jeden Fall gesenkt. Und wenn man unseren Politik- und Verwaltungsapparat mal anständig und wirtschaftlich stutzen würde, dann bräuchte man uns nicht so zu rupfen. Und wir brauchen auch keine höheren Löhne. Unsere Löhne sind gut. Wenn man aber die Hälfte seines Geldes schon vor Lohnerhalt abdrücken muss, helfen uns prinzipiell höhere Löhne auch nicht viel. Man stelle sich vor, ohne diese Abgaben beim Lohn müsste man für das gleiche Geld nur die Hälfte arbeiten. Für die Wirtschaft und damit die Arbeitsplätze ist das mit den hohen Abgaben auch unattraktiv. Die müssen uns ein Heidengeld bezahlen, aber wir sind trotzdem mürrisch, weil nichts ankommt und dann schimpfen wir auf den Arbeitgeber. Aber so funktioniert der Steuerpfufu des Staates. Andernfalls würden wir das ja auch gar nicht so einfach mitmachen. Daher wird versteckt, verschachtelt, der Bürger soll dem Diebstahl nur nicht auf die Schliche kommen. Und man hofft, dass der Bürger diesen ganzen Wirrwarr nicht durchblickt und sich an der Nase herumführen lässt. Der Bürger wird schlicht und einfach für dumm verkauft. Und zwar verkauft im wahrsten Sinne des Wortes. Also Leute, werdet laut, schreibt eurem Abgeordneten und fragt ihn oder sie, wie das in 100 Jahren so mies kommen konnte. Und beschwert euch, dass ihr mehr für den Staat arbeitet als für euch selbst. Beschwert euch, dass ihr kein Vermögen aufbauen könnt, sondern stattdessen wieder irgendein neues Politikerprojekt finanzieren dürft. Postet das Video und helft mit, die Leute von diesem großen Raub am einfachen Bürger aufzuklären. Und falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alle Quellen und Links sind in der Beschreibung. Schaut gerne nach, rechnet nach, schaut in die Gesetze, klärt euch auf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Kognitiv, ich sag mal, nicht beeindrucken. Oder in anderen Worten, nicht seriös, einfach blind vertrauen. Bitte? Viel Steuergeldern. Das hält ein Land nicht aus. Aber können wir daran überhaupt noch was ändern? Naja, geht so. Und wenn wir nicht krass was ändern, also nicht so ein bisschen, sondern krass was ändern, dann ist die Zukunft von der jungen Generation und allen zukünftigen Generationen einfach im Arsch. Texas! Texas!